Der Unstrutdrahtweg ist eine Premiumstrecke durch und durch. Er begleitet den Fluss ca. 190 Kilometer von der Quelle im Eichsfeld bis zur Mündung in die Saale bei Naumburg. Wir beginnen unsere Tour in Sachsenburg, wo die Thüringer Landesherren um das erste Jahrtausend herum ihre Macht, sprich Zollansprüche, gleich mit zwei Burgen an der Thüringer Pforte durchsetzen wollten. Die Unstrut entwässert als Nebenfluss der Saale fast das gesamte Thüringer Becken. Ihre Randzonen mit fruchtbaren Böden sind so seit der Jungsteinzeit besiedelt. Bei Leubingen wurde ein Grabhügel geöffnet, der das größte frühbronzezeitliche Fürstengrab in Mitteldeutschland enthielt. Die Flüsse fungierten früher wie Autobahnen und so finden sich an der Unstrut historische Stadt- und Burganlagen zuhauf. Mit der Bezeichnung Sömmern gibt es gleich sieben Siedlungen wie wenigen Sömmern und Sömmerda, die man auf germanische Wurzeln als feuchte Gegend zurückführt. Sömmerda als größte Stadt weit und breit hat noch viel Historisches zu bieten, wie ein langes Stück seiner alten Stadtmauer. Das Zentrum um Rathaus und Kirche scheint mächtig entkernt, obwohl es im Zweiten Weltkrieg weitgehend unversehrt blieb. Auch der Name Unstrut soll sich aus dem Germanischen herleiten und gewaltiges Sumpfdickicht bedeuten. 575 schrieb man ohne Strutis, im 7. Jahrhundert ohne Strute und 994 endlich Unstrut. Weiter geht es nach Schallenburg, wo aber die ehemalige Wehranlage nicht mehr zu finden ist. Auch auf der Königsburg oder Schwedenschanze flussabwärts sind keine Siedlungsspuren mehr zu erkennen. Niemand in der Gegend weiß etwas über die Schätze, von denen aber historische Quellen und Satellitenbilder künden. In die Pedalen also. Bei Wundersleben kann man noch schön die Mäander der alten Saale erkennen, bevor sie ab 1795 in mehreren Stufen begradigt wurde. Hier verfährt man sich auch leicht, weil ein abzweigender Radweg die Gamme hinaufführt nach Werningshausen mit seinem sehenswerten Benediktinerkloster. Wenn, dann muss man die Überbleibsel der Entscheidungsschlacht zwischen Franken und Thüringern 531 in dieser Gegend suchen. Die Fete soll an der Unstrut nahe der Burg Skidingi stattgefunden haben. Historiker ordnen den Namen entweder der nördlich gelegenen Runneburg in Weißensee oder dem viel weiter westlichen Burg Scheidungen zu. Grabungen von Archäologen fanden aber an beiden Orten nichts. Im Fluss sollen damals so viele tote Krieger gelegen haben, dass man ihn trockenen Fußes überqueren konnte. Und er soll noch lange blutrot gewesen sein.